So, genug ausgeschwiegen. Ja, warum spricht er dann jetzt in einem komischen östdeutschen Dialekt? Was ist denn da passiert? Ja, das kann ich euch sagen. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt mit dem GTA Real Life, womit wir angefangen haben. Ich habe fleißig produziert und jetzt am Wochenende, weil ich sonst eigentlich nichts gemacht hatte, nichts weiter, habe ich die Zeit, die Gelegenheit genutzt und habe auch fleißigst wegbearbeitet und bin dann damit mit diesem GTA Real Life mit meiner ersten Staffel durch. Und ja. Jetzt habe ich hier immer noch zu viel Stein. Gucken, ist das Lager angeschlossen? Ist hier beziehungsweise Granit. Tasche. Egal. Ja, ich kann dir kein weiteres Projekt mehr in Auftrag geben. Schade, sonst hätte ich nämlich hier auch aus Granit 200 Stück. Oh. Krass. 100 Stück. Mhm. 92. Hier auch wieder Sand gemahlen, aber ich kann hier noch keinen Sand malen, weil der immer noch Sand macht. Scheiße. Jetzt ein bisschen Arsch viel hier in Auftrag gegeben. Weiß ich das erstmal da rein, macht ja nichts. So, dann können wir aber im Moment nicht viel machen. So, nicht schlimm, im Moment ist es dunkel, da können wir allgemein nicht viel machen. Wir könnten doch mal wieder eine Runde schlafen. Wir haben noch lange nicht mal geschlafen. Gott, Leute, gar nicht Tag und Nacht durcharbeiten. Da kann man auch mal. Einfach mal einen kompletten Tag verpennen. So. Da hat er jetzt in der Zwischenzeit schwer geackert. Und er ist jetzt mit allem fertig. Und jetzt mache ich 92 Sand und mache aus Sand hier aus 92 Sand. Wieder Mörtel. Zack. Oder rein raus? Nee. So. Dann ist aber dafür jetzt hier in. Ach du Scheiße. Ja. Also Mörtel haben wir dann jetzt erstmal. Steintür. Und die Richtung auf, das ist ganz gut. Zweimal Steintür. So, und Stein zum Bauen müsste hier dann auch wieder gegeben sein. Sehr gut, so, genau, ich wollte hier doch reinzimmern. Mal gucken, wie weit wir da jetzt drankommen. Naja, ist eigentlich kein Problem. Wir haben hier eine Leiter, ne? Lass los. So. Genau, da kommen wir dann nicht auch gleich hoch. So, irgendwas wollte ich gerade noch, irgendwas hatte ich gerade überlegt. Ach so, ja. Ich hatte ja gesagt, weil hier. Ah, ne, das hatte ich schon gemacht. Das hatte ich schon.
So. 40 mal. Nee, brauchen wir eigentlich gar nicht. Aus den machen wir wieder Stein. Mörtel brauchen wir, glaube ich, eine Weile nicht mehr. So, hauen wir die weg. So, dann sind hier meine Lager mal wieder so ein bisschen frei. Das ist doch schön. Zimmern wir hier die Decke und erzählen mal ein bisschen weiter, wo ich gerade eben aufgehört hatte, weil ich mich wie immer selbst unterbrochen hatte. Da, das GTA Real Life, die erste Staffel, wie gesagt, ist fertig. Da war ich genau, wollte euch nochmal nahelegen. Schaut euch das gerne an. Ja, das ist definitiv mal wieder eins der witzigeren, der schöneren, spannenderen Projekte und es wird auch immer spannender. Ich hab da momentan riesen Spaß dran, weil sich die Geschichte gerade wirklich großartig entwickelt. Okay, wieso gehst du hier nicht weiter raus? Weil du hier. Noch eine Leiter brauchst. Das richtig verstanden. Na gut. Sollst du kriegen? Hoppala, die haben wir jetzt da rüber gepackt. Jetzt wieder genau das, was ich nicht wollte. So wollte ich. Ich wollte nur einen. Einen einzigen. Einer soll genügen. Da oben oder den Stein noch. Wieder ändern. Den dann auch. Sonst haut es nicht hin. So. Und dann können wir nochmal weiter bauen. Noch aufnehmen. Aber ich nehme doch schon auf, Mensch. Menschenskinder. Ja, der Herr Jaroslav Zorn, der geht schon mächtig ab in der Story. Ich könnte hier eine kleine Terrasse dran machen. Hier ein bisschen raus. Nein, ich mache nicht wieder. Ich und meine Terrassen immer überall. Man muss alles eine Terrasse haben. Was soll das denn? Ja, das Türmchen wird jetzt doch zum Türmchen. Eben habe ich noch kurz gedacht, ich wollte doch eigentlich ein Türmchen bauen. Das sieht mir jetzt nicht so turmhaft aus. Ja, jetzt langsam kommt's. So, im Leitersteigen ist er ein bisschen langsam. Was aber durchaus realistisch ist. Wenn ich das mit 7 Days vergleiche, wie man da immer die Leitern hochrennt, denke ich auch immer, ja. Wahnsinn, hey. Weil bist du ein fixer Kletterer? Bist doch ganz ein guter Spurenleser, bist du. Kletterer. Was auch immer. So. Jetzt müssen wir hier mal an die Kiste rangehen, nämlich an diese, und müssen hier den da mal rausholen. Den werden wir nämlich jetzt gleich brauchen, aber noch nicht. Noch eindeutig nicht. Noch haben wir hier nicht genug aufgebaut, dass der dahin passt. Darum kümmern wir uns aber jetzt mal. Können wir uns mal kümmern? Schwach sehen. So, muss ich mich nur noch mal kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. 1, 2, 3.
So. Ja, das funktioniert so nicht. So. Ausgehend, dass das genug Abstand hat. Ich guck noch mal. Guck mal von hier aus, wie das jetzt wirkt. Ja, das ist schon gut so. Kann man so machen. Und ist dann nicht scheiße. Zack. Jetzt hole ich mir doch noch mal hier drüben das Holz. Auch nur aus Spaß an der Freude. Ei, der Taus. Es geht doch raus. Guck mal, was haben wir denn hier? Ja, wir haben die, aber der geht natürlich nicht quer gedreht. Aber so können wir das machen. So. Da oben. Moment. Momentan Block drauf. Ja, so. Nur noch plumpst. Macht nichts. Ein böblisches Holz haben wir übrig gelassen. So, tu mal weg. Jetzt ist die Frage, habe ich den eigentlich noch einstecken oder habe ich den weggeräumt? Den habe ich weggeräumt, glaube ich. Den hier hin? Den habe ich hier hin, jawohl. Konnte ich den jetzt? Hier hin oder tue ich den lieber hier oben hin, damit er ein bisschen näher am Strom ist. Jawohl! Achso, aber wenn er näher am Strom ist, kommt er vielleicht an die Lagerplätze nicht mehr ran. Kommt ans Lager. Ach doch, er kommt ans Lager und er kommt an die Holzbaukiste. Nice. Holzbaukiste und Lager. Bitte schön nach oben. Auch gerne angeschlossen. Boah, er kommt sogar in die Schmiedetruhe. Ich weiß noch nicht, ob das von Bedeutung ist, aber braucht er für irgendwas Eisen? Ja, natürlich braucht er auch Eisen und Gold. Ja, mega. Komme ich an alles dran. Sehr nice. Sehr nice. Schön. Die Frage ist, was können wir hier jetzt bauen? Wir können hier auf jeden Fall Bauholz machen. Das wollten wir ja. Darum ging es uns ja vor allem. Das geht jetzt. Der Rest ist, glaube ich, im Moment. Ja, ein Bücherregal ist ganz schön. Das brauchen wir eigentlich nicht.